Darum geht's: Gülle, Urin und Kot von Rindern oder Schweinen. Eigentlich Dünger für die Felder, aber wenn zu viel davon ausgebracht wird oder zum falschen Zeitpunkt, zum Beispiel bei Frost, kann das Grundwasser mit Nitrat belastet werden. Deshalb wurde die Düngeverordnung verschärft. Landwirte brauchen jetzt Behälter, in denen sie ihre Gülle mindestens 6 Monate lagern können. Viele sind gezwungen, eine größere Grube zu bauen, so wie Peter Kloh und sein Neffe Stefan in Niederaudorf. Seit einem halben Jahr ist ihre Grube jetzt in Betrieb. Endlich, denn durch verschiedene neue Vorschriften zog sich der Bau extrem in die Länge. Alles, was uns der Gesetzgeber aufdruckt, müssen wir natürlich einhalten. Und auf der anderen Seite, wenn man es dann genehmigen lässt, dann hat man das Gefühl, den ich war alle lieber, wir hätten es nicht gebaut und hätten mit der Landwirtschaft aufgehört. Dabei hatte Peter Kloh noch Glück, überhaupt bauen zu können. In vielen Landkreisen verweigern die Behörden zurzeit jegliche Genehmigung. Die Firma von Alois Kappelsberger ist auf den Bau von Güllegruben spezialisiert. Momentan wird nichts mehr gebaut, weil einfach die Vorschriften, die wo vorherrschen, einfach nicht umzusetzen sind. Das kann keine Firma in Deutschland momentan liefern. Aufgrund der neuen Vorschriften müssen Güllegruben jetzt mit Plastikfolien ummantelt und mit Sicherungen gegen mögliches Auslaufen ausgestattet werden. Doch welche Materialien dazu verwendet werden dürfen, ist nicht eindeutig geklärt. Auch wie die Folien am Beton befestigt werden sollen, stellt die Praktiker vor große Schwierigkeiten. Alois Kappelsberger sieht die Kunststoffe überhaupt sehr kritisch. Bei den Discounter wird diskutiert, ob sie Plastiktüten ausgeben dürfen oder nicht. Und wir verbauen Plastikmüll und den Betonbehälter tonnenweise, das wo eigentlich nicht überhaupt nicht notwendig wäre. Seiner Meinung nach wären die Güllebehälter auch ohne Plastik dicht. In Österreich sind die Folien zum Beispiel nicht vorgeschrieben. In Bayern hat der Genehmigungsstau fatale Folgen, wie bei Landwirt Gottfried Briller in Fischbachau. Er baut gerade einen neuen Kuhstall. Im Spätherbst sollen seine Kühe dort stehen. Aber wir könnten eigentlich nicht einziehen, weil im Genehmigungsbescheid vom Stall drinsteht, dass wir Güllegruben brauchen. Aber die Güllegruben vom Landratsamt nicht genehmigt werden. Während die eine Verordnung große Güllegruben fordert, verhindert eine andere deren Bau. Ein Dilemma für die Landwirte.